Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ja, ich habe es jetzt, glaube ich, gelöst. Zumindest habe ich hier schon mal diesen Durchgang geschaffen, wie ihr mal sehen kann. Da ist diese Linie, die fließt bis hier komplett durch. Und jetzt gilt es einfach noch hier die richtige... Als allererstes müssen wir aber erstmal das Seil durchschneiden. Und müssen jetzt hier die richtige Reihenfolge hinbekommen. Dass das Öl nämlich dann von dort aus halt auch fließen kann. So. Schauen wir es uns kurz an. Das sieht doch... Das sieht nicht so geil aus. Ne. Das müsste vielleicht sogar... dieser Weg hier vielleicht sein. Nee, auch nicht. So, probieren wir es weiter. Vielleicht der nächste. Das könnte der Weg sein. Ich gehe mal kurz ab. Hier kommt ja das Öl runter. Beziehungsweise wir sehen hier an diesem Hebel, das Öl füllt sich. Dann machen wir mit hier, mit diesem Teil da vorne, das Feuer auf. Dann tut das Feuer das Öl entfachen. Das Öl tut das Feuer entfachen, so rum. Dann fließt es hier lang. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg entlang, hier. Dann hier runter. Und dann müsste es eigentlich theoretisch hier reinfließen. Probieren wir gleich mal aus. Also rein theoretisch sollte es funktionieren. So, dann machen wir den Hebel kurz auf. Genau, dann fließt hier Öl runter. Dann befüllt sich dieser Behälter. Dann benutzen wir das Teil hier, um das Feuer freizulassen, wo das Öl anzündet. Und dann, wenn wir Glück haben, brennt vielleicht sogar die Barriere. Schauen wir mal. Ja, sieht gut aus. Es fließt zumindest schon mal runter. Jawohl, Leute, wir haben es geschafft. Geil! Die Barriere muss verbrennen. Ja, und es sieht auch gut aus. Sie ist auch verbrannt. Geiler Scheiß. Zur Schatulle. War jetzt ein bisschen länger, beziehungsweise ein bisschen schwieriger, dieses Rätsel. Hab auch, wenn ich ehrlich bin, ja, schon einiges rumprobiert, um die richtige Reihenfolge hinzukriegen. Aber letztendlich hat es natürlich trotzdem funktioniert. So, ich bin ruhig. Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Oh oh, ich glaube, wir werden gesucht. Hier ist der kleine Rebellenprinz. Ashley! Da drüben, schnapp sie! Ich glaube, wir rennen mal lieber. Fuck, Alter. Wo soll ich hin? Was? Da. Ernsthaft? Wo soll ich denn sonst hin? Geht auf den Weg! Ja, da hoch, okay. Nein, nein, oh Mann. Nein.
Ah, lauf, Mädel, lauf! Fuck, ey. Oh, Scheiße. Geh dann hier lang. Was? Okay, das hat keinen Mucks mehr. Aber ich werde trotzdem abhauen. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Zu Unruh. Hey Lara, falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay, ich komme zurück, so schnell ich kann. Okay, weiter geht's. Cool, hier ist ein neues Lagerfeuer. Würde ich sagen, guck mal erstmal, ob wir noch irgendwas haben. Fähigkeitspunkte haben wir 3 insgesamt. Ist nicht ganz so schlecht. Okay, Verlocken der Weeper. Lockpfeile. Giftgranaten sind auch nicht schlecht. Okay, was können wir da noch nehmen? Sammelobjekte, Krieger. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch das. Dann haben wir noch einen Fähigkeitspunkt übrig. Letztendlich müssen wir ja sowieso alles. Okay. Sehr gut. So, Inventar. Haben wir irgendwas zum Verbessern? 3 Upgrades verfügbar, okay. Was könnten wir da noch verbessern? Das da? Schaden ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Feuerrate. Okay, was haben wir da noch? Ein Upgrade verfügbar. Sehr gut. Nachladetempo, Munitionskapazität ist auch nicht schlecht. Nachladetempo ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Okay. Dann machen wir das noch bei der Waffe. Feuerrate ist nicht verkehrt. So, dann können wir eigentlich auch schon weiter. Wir müssen... Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Das nehmen wir natürlich mit. Wo müssen wir hin? Da hinten irgendwo. Ganz da oben hin. Ach du Heilige. Okay, dann schnell so schnell wie möglich dahin. Das nehmen wir natürlich immer mit. Okay, was gibt's hier wieder? Das ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird, selbst außerhalb Paititis. Manchmal sind die einfachsten Methoden immer noch die besten. Ja. Da oben müssen wir irgendwo hoch. Ich vermute mal hier lang. Ja. Unuratu, sie haben Ezli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das?
Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ätzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ätzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Das klingt doch nach einem Plan, Leute. Auge der Schlange, den Bergtempel betreten. Wir haben wieder einen Erfahrungspunkt gesammelt. Könnten wir theoretisch auch gleich einlösen, aber... Ich weiß nicht. Wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Und die Zeit ist knapp. Es würde Königin Honorato und der Rebellion viel bedeuten. Okay. Scheint es doch nicht weiter zu gehen. Wo muss ich dann hin? Vorne lang? Wahrscheinlich da oben irgendwo lang. Ja. Okay. Jonah, die Mine muss hier irgendwo sein. Ucho sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Okay, da vorne. Interessant. Aha. Endlich da. Die innere Kammer finden. Okay. Ja, liebe Leute, dann würde ich aber auch sagen, was ist mit dieser Folge? Und in der nächsten Folge, ja, gehen wir dann auf die Suche nach dem Bergtempel, der müsste hier irgendwo sein. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.